Wir melden uns hier wieder als die letzten Linken der Erde. Die Rechten haben die Macht weltweit übernommen. Die neoliberale, marktradikale, raubtierkapitalistische Rechte hat die Weltherrschaft übernommen. Der Aberglaube, dass alle Marktteilnehmer das Markt gut sei und immer gute Wirkungen entfalten würde und dass sozusagen ja letztendlich alle Marktteilnehmer wie Pharmakonzerne, kapitalistische Pharmakonzerne, Impfkonzerne und so weiter, alle selbstlose Engel der Menschheit seien, denen es niemals um Profite auf Kosten der Menschen gehen kann. Diese neoliberale rechte Wahnvorstellung hat die Weltherrschaft angetreten. Wir haben keine Chance mehr. So. Ja, hier habe ich jetzt mal die Playlist Nummer 8 des Senders News und Talks für reiche Journalisten, Politiker oder auch News und Talks für Gebildete. Und da sehen Sie, was da mittlerweile in der Playlist drin ist. Die letzten Linken der Erde sozusagen. Mr. Marxismo ist noch und veröffentlicht sozusagen Sendungen gegen die neuen Juden, die jetzt die Ungeimpften, die jetzt quasi die neue Diktatur der neoliberalen, marktradikalen Raubtierkapitalisten sozusagen jetzt angetreten hat, die neue Weltdiktatur. Und ja, und hier Sarah Wagenknecht bei Mr. Marxisco, auch da wieder die letzte Linke innerhalb der Partei Die Linken. Wann wird man sie rausschmeißen, damit um dann am Ende zu verschleiern, dass die Linkspartei mittlerweile eine Rechtspartei geworden hat? Wir haben also einen beispiellosen Rechtsruck. Alles, was früher mal links war, ist jetzt rechtsradikal geworden und ist sozusagen verfolgt jetzt alle, die es noch wagen, an den neoliberalen, marktradikalen, raubtierkapitalistischen Großkonzernen und deren Geschäften irgendetwas Bedenkenswertes zu finden. Irgendwie früher war, hieß es überall Land auf Land ab bei den Linken, oh, diese schreckliche Pharma-Mafia und so weiter. Und heute heißt es ganz im Stile aller Rechten, oh, diese Engel, die ganze Impfindustrie, die ist ja ganz toll. Wir sehen hier noch einiges. Was steht hier noch? 30 Gründe, warum ich mich derzeit nicht impfen lasse. Auch Christian Felber von Attac. Die Attac sind noch links geblieben. Zumindest Christian Felber ist noch links geblieben. Und hier bei Mr. Marxismo, während alle anderen so gehirngewaschen sind und zu Rechten gemacht wurden, eigentlich ganz einfach. Man hat den Leuten einfach gedroht damit, dass man sie als Aussätzige behandeln wird. Und das haben die meisten Linken nicht ausgehalten und sind eingeknickt und erweisen sich jetzt als die größten Freunde der Konzerne, Genossen der Bosse alle. Ne? Alle sind sie jetzt Genossen der Bosse. Ne? Ja, das so Impfchaos in Deutschland. Die Bild-Zeitung ist jetzt also nicht gerade links geworden, aber versucht noch so ein bisschen sowas wie eine Streitkultur, Diskussionskultur, freie Argumentekultur in kleinsten Ansätzen aufrechtzuerhalten. Ja. Hier nochmal Christian Felber, ja. Vom Mainstream abweichende Meinungen werden unter den Teppich gekehrt. Professor Rieck, mit dem ich ja auch schon öfters telefoniert hatte bei der Bild-Zeitung, der auch noch einen gewissen linkes Denken beibehalten hat, ne?
Ja, so weit bis zum nächsten Bild. Ja, und auf der Partei des Gemeinwohls tut sich ganz vieles, also oder einiges. Hier steht zum Beispiel jetzt dieser neue Absatz hier, der überschrieben war mit Marktwirtschaft. Ach so, hier unten rechts an dem rundlichen Ding draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen. Marktwirtschaft ist Diktatur der Sparten. Viele sind Herdenmitläufer in den Spartenherden der Sparten. Sehr viele Menschen wurden von jeweils mindestens einigen Sparten der Marktwirtschaft eingefangen und zu Spartenopfern und zugleich hörigen Lobbyisten wider Willen, LWWs bzw. WWWs, Werbeträgern wider Willen gemacht. Damit haben wir auch zu tun, übrigens auch in unseren eigenen Talkrunden, dass wenn jemand kritisch gegenüber, also linkskritisch gegenüber einer Sparte des Kapitalismus oder der Marktwirtschaft ist, ist er oft dann wieder umso naiver und unkritischer gegenüber den vorteilbringenden Irrtümern einer anderen Sparte des Kapitalismus. Und das müssen wir zum Thema machen demnächst. Vielleicht morgen auch im Samstag. Möglicherweise haben die Gehirnwäsche, Massenmanipulation und Propaganda der Sparten der Marktwirtschaft jeden an irgendeiner Stelle immer noch voll im Griff. Wir empfehlen als echte Linke, echte bodenständige Linke, null Vertrauen in alle Sparten innerhalb der Marktwirtschaft. Denn in der Marktwirtschaft kann keine Sparte ohne VIs, vorteilbringende Irrtümer, überleben. Und das bedeutet, ohne dass sie in die Irre geführt werden, liebe Menschen, liebe Wählerinnen. Erst einige Zeit nach Einführung der GWW-Gemeinwohlwirtschaft werden wir allen Sparten zu Recht blind vertrauen können, weil sie dann nur noch mit Wahrheiten überleben können. In der Marktwirtschaft kann jede Sparte nur mit VIs, vorteilbringenden Irrtümern, die also ihr Leben beschädigen, liebe Wählerin, überleben. In der Gemeinwohlwirtschaft nur mit Wahrheiten. Ja, also die Gemeinwohlwirtschaft stellt also eine neue Selektion dar. Nicht mehr die Manipulateure überleben, sondern nur noch die Wahrheitsbringer überleben. Und das wollen wir doch, dass wir durch Wahrheiten sozusagen zu einem besseren Leben geführt werden. Ja, und mit diesem Rechtsruck der Gesellschaft kämpft ja auch der Linke und extrem Linke Diplom-Theologe Jürgen Wagner, öff, den die neuen Rechten, die ehemals linken neuen Rechten, mittlerweile versuchen natürlich es ist quasi so, die neuen Rechten versuchen die echten Linken jetzt in die Nazis, Rassisten, Verächter, Menschenverächter-Ecke zu schieben, ja, weil sie selbst natürlich nicht erkennen, dass sie zu neoliberalen, marktradikalen, extrem rechten Kapitalismusfreunden innerhalb kürzester Zeit gehirngewaschen umgedreht wurden. Und da man das hier allerdings nicht lesen kann, gehe ich mal dorthin, wo wir das lesen können. Hier können wir das besser lesen. Und da lese ich dann auch mal einiges in diese Richtung vor. Wie kommen Sie hierhin, um das hier auch noch mal selber lesen zu können? Das zeige ich Ihnen hier. Sie müssen letztendlich hier drauf auf unsere Homepage. Dann finden Sie wie immer die Links und da finden Sie Live-Ticker-Wahlen. Da kommen Sie also auf das Forum, wenn man jetzt hier anklickt. Wenn man jetzt hier anklickt, kommt man also hier hin und dann steht hier: Allerneueste Texte und Ideen finden Sie auf der letzten Seite und zu Anfang des Posts. Also man muss dann hier Seite rücken. Ich kann ja mal so dahin gehen hier. Na, so,
Sie sehen es, die Seite 2 ist im Moment die letzte, aber man kann auch einfach ein paar Mal auf die, ja, einfach hier draufklicken, dann sieht man. Und dann steht hier auch die allerneuesten Infos im nächsten Post. Oder eigentlich müsste da stehen, das korrigieren wir gleich einmal. Ja, also jetzt ist das korrigiert. Die allerneuesten Infos am Anfang des letzten Posts der letzten Seite. Auf der letzten Seite sind wir. Jetzt müssen wir hier den letzten Post suchen, hier von hinten her. Und sehen hier, aha, hier ist der letzte Post. Und jetzt zeige ich Ihnen das nur noch größer, dass auf diese, bei Google Chrome geht das nicht größer. Also gehen wir zu Firefox rüber. Und da haben wir es jetzt groß. Also, solche Verrücktheiten, das bezieht sich jetzt auf dieses Forum, dieses freie Argumente-Kulturforum, das wir nur nicht richtig lesen können. Hier aktive Themen, freie-argumente-kultur.de und hier meine Antwort auf FF, ja. Und da schreibe ich, solche Verrücktheiten. Dass ehemals Linke umgedreht wurden zu rechten Hetzern gegen jede Kapitalismuskritik, erklären sich durch einen beispiellosen Siegeszug der Marktwirtschaft. Fast alle ehemals linken Kapitalismuskritiker wurden erfolgreich eingefangen und hörig gegenüber den vorteilbringenden Irrtümern der Pharma, Impf, Test, Masken, Desinfektions und so weiter, Mafia und so weiter, also kurz der Gesundheitssparten. Es ist also der gewaltigste Rechtsruck aller Zeiten gelungen, ehemals links ist jetzt faktisch rechts. Auch die Naturwissenschaft wurde gekillt. Die Fähigkeit zu erkennen, dass man immer untersuchen muss, wie viele Menschen die Gesundheitssparten umbringen und wie viel sie, wenn überhaupt, retten. Und die Fähigkeit wurde also gekillt, allen, die Profite durch Körperverletzung unter dem Vorwande angeblicher oder vorgetäuschter Heilungsabsichten zu machen versuchen, immer als grundsätzlich verdächtige und potenzielle Verbrecher unter misstrauischer Dauerbeobachtung zu halten. Also dagegen wurde verstoßen. In einer gesunden Gesellschaft sieht man jeden, der auf Sie zukommt, liebe Wählerin, und sagt, ich will an Ihnen rumschnippeln, ich will an Ihnen rumstechen und rumschneiden und das wird Ihr Leben verbessern. Dass man solche Leute immer als potenzielle Schwerverbrecher unter Beobachtung halten muss, des Generalstaatsanwalts oder Bundesanwalts und so weiter. Solche Leute müssen unter ständiger, auch vom Verfassungsschutz, unter ständiger Beobachtung sein, weil das kann ja sein, dass diese Leute einfach nur Menschen umbringen und dass hinter ihren Heilungsabsichten keine Wahrheit steckt, sondern nur Irrtum. Ja, also das muss man doch, die muss man doch als grundsätzlich verdächtige und potenzielle Verbrecher unter misstrauischer Dauerbeobachtung durch den Staat halten. Und wenn sowas aufhört, dass also jemand mit dem Messer, Skalpell auf sie zugehen kann und sagen kann, ich will an ihnen rumschnippeln und der Staat dann sagt, nee, sie können ruhig an sich rumschnippeln lassen, das sind alles Engel. Da gibt's keine Gefahr, weil das sind alles selbstlose Engel. Das ist dieser extreme Rechtsruck durch den der größte Siegeszug des Neoliberalismus, Marktradikalismus, Raubtierkapitalismus aller Zeiten. Leider müssen wir uns aber auch immer wieder fragen, wo auch die Teilnehmer des Samstags immer noch von anderen Sparten der Marktwirtschaft eingefangen und zu hörigen Lobbyisten wider Willen, LWW bzw. WWWs, Werbeträgern wider Willen gemacht wurden. Möglicherweise haben die Gehirnwäsche, Massenmanipulation und Propaganda der Sparten der Marktwirtschaft
jeden an irgendeiner Stelle immer noch voll im Griff. Also nochmal kurz die Bemerkung dazu. Wir als echte Linke erteilen allen Verschwörungstheoretikern, egal ob linksextremistischen Verschwörungstheoretikern oder rechtsextremistischen Verschwörungstheoretikern, eine absolute Absage. Diese Diktatur der Spaten ist kein bewusster Prozess. Das sind stille, leise Evolutionsprozesse, die einfach von selbst geschehen und die fast niemand durchschaut, der im Moment sich als Diktator gebärdet, sozusagen. Ja? Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass sogar der übelste Diktator aller Zeiten, Adolf Hitler, wirklich geglaubt hatte, er würde der Menschheit Gutes tun. Er war quasi wie ein Arzt, der sie auf Teufel komm raus operieren will, weil er tief überzeugt ist, dass seine Operation nicht nur ihnen schwerste Körperverletzung zufügt, sondern tatsächlich dann auch positive Folgen hätte. Also Hitler war so eine Art Arzt, der überzeugt war, er müsse die Juden wegoperieren, das als Krebs, vermeintliches Krebsgeschwür, er müsse die Untermenschen der anderen Staaten wegoperieren, um die Menschheit gesunden zu lassen unter der Führung der Arier, der überlegenen Rasse. Ja, das heißt, war auch nichts anderes. Er hat sich verstanden als ein Arzt der Menschheit, der seine Wahnvorstellungen geglaubt hat und die Wahnvorstellungen der Waffen- und Stahlsparten geglaubt hat. Ja, also ich empfehle null Vertrauen in alle Sparten innerhalb der Marktwirtschaft. Nur das ist echter linker Standpunkt. Ja? Erst einige Zeit nach Einführung der GWW Gemeinwohlwirtschaft werden wir allen Sparten blind vertrauen können, weil sie dann nur noch mit Wahrheiten überleben können. Können sie zum Hausarzt gehen. Und da der Geld nur noch verdienen kann, wenn er ihnen wahrheitsgemäß echte, nützliche Dinge beibringt, dann können sie ihm blind vertrauen. Dann brauchen sie auch nicht mal nachprüfen, was er ihnen da gerade für einen Unsinn erzählt hat. Ne? Ja, und dann, ich glaube, das habe ich schon gehabt, nämlich das mit dem Christian Felber-Diskussion. Da stellt sich also die Seite, die den Felber kritisiert, raus, die hat sich rausgestellt als die neuen Goebbels, nämlich also als rechtsradikale Hetzer gegen Felber, einen der wenigen übrig gebliebenen Attack-Linken und Gemeinwohlökonomie-Linken. Wir sehen sogar eher, wenn dann das Problem, dass Felber zu linksradikal ist, in manchen seiner Thesen oder Ideen und so weiter. Also wenn, dann würden wir den Felber kritisieren, weil er zu weit links ist. Aber das ist eben jetzt, dass die sich irrtümlich auch heute noch für Linke halten, in Wirklichkeit mittlerweile extreme Rechte sind, dass die jetzt den linksradikalen Felber kritisieren, ne, und versuchen niederzumachen. Das ist die Umkehrung aller Werte, das ist die vollständige Verdrehung, das ist die vollständige und perfekte Gehirnwäsche. So, jetzt lese ich noch ein paar Sachen vor hier. Mal schauen, was wir noch so haben. Ja, und noch mal ganz kurz zur Tötung der Naturwissenschaft durch die neue Rechte, die weltweite neue Rechte. Vor nichts hatte Charles Darwin mehr Angst als vor der Masse der irrenden Oxforder Professoren und deren Wissenschaftsdiktatur. Also ich wiederhole mal nochmal. Vor nichts hatte Charles Darwin mehr Angst als vor der Masse irrende Oxforder Professoren und deren Wissenschaftsdiktatur. Also immer war es so, dass die Aufklärer wenige waren und die Masse der Professoren immer versuchten, eine Wissenschaftsdiktatur ihres Aberglaubens, ihre Irrtümer, ihre vorteilbringenden Irrtümer der Sparten aufzurichten.
Professoren können Sie erst einige Jahre nach Einführung der Gemeinwohlwirtschaft vertrauen, weil dann alle Irrtümer erzeugenden Professoren rausgeschmissen wurden aus den Universitäten durch die Messung der Frage, ob ein Professor mit seiner Forschungsarbeit und mit seinen Erkenntnissen der Region Nutzen zufügt oder Schaden zufügt. Ja, und dadurch geht das dann. Ja, so, dann gehe ich doch noch mal hier hin. So, dann machen wir doch noch mal eine. Warum ist diese, also Kurznachrichten sind wir ja, warum ist diese Untersuchung, naturwissenschaftliche Untersuchung, wie viele Menschen die Gesundheitssparten umbringen und wie viel sie eventuell tatsächlich helfen, die wird ganz deutlich, wenn man sich nochmal klar macht. Schmerzmittel und viele andere Medikamente erzeugen in den Menschen die Illusion, die Krankheitsursache sei nicht mehr aktiv. In Wahrheit wirkt die Krankheitsursache darunter weiter und macht die Menschen länger krank. Wie kommen Sie auf die Idee, dass nur weil es Ihnen besser geht, weil Sie die Krankheitsursache und deren Verschlimmerung nicht mehr mitbekommen, dass Ihnen jetzt die Gesundheitssparten genutzt hätten? In Wirklichkeit haben Sie Ihnen Schaden zugefügt. Wenn man also objektiv naturwissenschaftlich nachmessen würde, würde man feststellen, dass dieses Handeln der Gesundheitssparten das Leben der Menschen beschädigt. Ne? So, dann Kurznachricht weiter. Palmöl. Zum Beispiel esse ich leider im Moment etwas zu viel Palmöl. Das soll also Krebs begünstigen und das Computerblaulicht, das also bei Computernutzung entsteht, soll sogar Augen zerstören können. Also auch da ist es ja immer wieder, dass die Diktatur der Sparten, dass die entsprechenden Sparten alles tun, damit wir möglichst alle nicht erfahren, wie gesundheitsschädlich all diese Produkte des neoliberalen, marktradikalen, brutalsten Raubtierkapitalismus sind, der im Moment die Welt beherrscht. Die Nahrungssparte besteht unter den Bedingungen der Marktwirtschaft immer zwangsweise aus vorteilbringenden Irrtümern, wie jede andere Sparte auch. Jemand, der behauptet, dass nicht alles, was von den Sparten kommt in der Marktwirtschaft, auch nur irgendetwas mit Wahrheit zu tun hätte, sollte das naturwissenschaftlich beweisen müssen, denn dafür gibt es keinen Hinweis. Alle naturwissenschaftlichen Analysen führen dazu, dass eigentlich im marktwirtschaftlichen Wettbewerb nur überleben kann, wer aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern anderen in nicht bewusster Weise Schäden zufügt. Ja? Dann haben wir diesen Peter vom Königreich Deutschland, ja, der so 1000 Euro für seine aus unserer Sicht ja völlig unqualifizierten Schriften und Vorträge verlangt. Das ist eben auch wieder ein marktwirtschaftliches Geschäftsmodell, statt Gemeinwohlwirtschaft einzuführen. Ne? Auch das Gesundheitssystem innerhalb des Königreich Deutschlands ist eben ein rein marktwirtschaftliches Gesundheitssystem. Also wenn die Ärztin, die dort gezeigt wurde, mich chronisch krank macht, um eben dann noch mehr Geld zu verdienen zu können, dann ist das im Königreich Deutschland ungebrochen. Das heißt also, das Königreich Deutschland ist als Kommuneprojekt oder als Ministaatsprojekt nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Aber das muss man offen diskutieren und ich freue mich auf Talkshows mit diesem Peter, wo man dann mit der freien Argumentekultur die verschiedenen Argumente austauschen kann. Um es nochmal deutlich zu machen, dieses neue pseudowissenschaftliche Argument, nämlich dass
sozusagen man an der Zahl der Professoren, die eine Sache für richtig halten, ablesen könnte, dass es sich dabei um die wissenschaftliche Wahrheit handeln würde, das ist Wissenschaftsdiktatur. Immer in der Geschichte der Wissenschaft hatten Einzelne Recht und die Masse der Professoren Unrecht. Das heißt also, wenn ganz viele Professoren irgendwas so sehen, dann ist das wahrscheinlich immer die Unwahrheit. Ja, und dieser Versuch jetzt, dass die neoliberale, marktradikale, raubtierkapitalistische Diktatur der Jetztzeit sozusagen jetzt auch noch die Wissenschaft einverleibt, weil sie ja genau wissen, wie viel Einfluss die Milliardengelder, wir könnten hier noch einen Kasten aufmachen und dann so diesen Kasten so nach dem Motto letztendlich ja, da könnte man doch die Wissenschaft, die Universitäten hintun und dann die Geldflüsse aus den Sparten in die Universitäten aufzeigen und wie dann eben sehr viele Professoren letztendlich gekauft oder nicht bewusst gekauft oder unter der Hand beeinflusst, sozusagen dann das, wes Brot ich ess, das Lied ich sing, beiß nicht die Hand, die dich füttert, sozusagen die Mehrheit der Professoren darstellen, die im Prinzip die vorteilbringenden Irrtümer der Sparten wiederholen. Also sie müssen lernen, gerade als Naturwissenschaftler müssen sie ein tiefstes Misstrauen gegenüber unseren pseudowissenschaftlichen Universitäten und all den pseudowissenschaftlichen Fächern und all den Pseudowissenschaften und so weiter entwickeln und all den gekauften oder mehr oder weniger durchmanipulierten Professoren gegenüber. Das sind auch nur Menschen, die eben nicht, oft nicht die Fähigkeiten eines hochentwickelten Naturwissenschaftlers aufweisen, der alles hinterfragen können sollte. Ja. Ja, die Corona-eigene Körperfeindlichkeit, denken wir an die AHA-Regeln, also Abstandsregeln und so weiter, die sind auch kein Zufall, sondern diese Körper, diese im jetzigen Gesundheitsskandal oder in der Diktatur der Pharmakonzerne laufende Körperfeindlichkeit ist kein Zufall, sondern die ist eben typisch für die Körperfeindlichkeit der Marktwirtschaft generell. Die Gemeinwohlwirtschaft ist das Gegenteil. Die wird jede Form der Körperfeindlichkeit sofort und sehr schnell beenden. Aber die Marktwirtschaft produziert immer neue Dimensionen der Körperfeindlichkeit. Jetzt haben also schon die Kinder Angst davor, ihre Mütter zu knuddeln, weil die ja Corona haben könnte oder weil die Kinder ja selber die Mutter oder die Oma schädigen könnten durch Corona. Also ist doch perfekt alles. Es läuft alles im Sinne der Diktatur der Sparten, ja, der neoliberalen, marktradikalen, raubtierkapitalistischen Gesamtdiktatur, dieser rechten Gesamtdiktatur, dieses Rechtsrucks der Welt, ne? Das Königreich Deutschland, anstatt erstmal ganz ohne Arbeitsteilung, Markt und Ferntauschhandel oder Tauschhandel aufzubauen und wenn dann überhaupt vorsichtig Gemeinwohlwirtschaft einzuführen, hat sie gleich wieder die alles zerstörende Marktwirtschaft eingeführt und damit ist sie im Moment eigentlich völlig indiskutabel. Ja? Und auch gerade die pseudokommunistische und pseudoplanwirtschaftliche Idee eines zinsfreien Geldsystems, die ja angeblich im Königreich Deutschland existiert, diese Idee, diese ist nämlich auch nichts anderes als eine Diktatur der Sozialsparten, denn die führt dazu, dass das Königreich Deutschland genauso wenig konkurrenzfähig wird. Stellen wir uns vor, wir hätten jetzt plötzlich 18 Millionen Menschen im Königreich Deutschland und die würden dieses zinsfreie Geldsystem verwenden, dann würde diese 18 Millionen Menschen
wirtschaftlich genauso zerstört wie die Ex-DDR, ja. Und dann würde es auch zu einer Fluchtbewegung raus, und dieses Königreich Deutschland könnte dann auch nur noch überleben, leben, indem es eine Mauer baut. Also das ist auch nichts anderes, als dass den Sozialsparten gedient wird, nämlich dass eine Armee von arbeitslosen und verarmten Menschen erzeugt wird, die die Sozialsparten gewinnend verwalten können. Ne? Ja, und dann die vollständige Renaturalisierung der Sexualität kann eventuell auch in der Gruppenehe experimentell gelebt werden. Also sozusagen, wir müssen sowohl bei der Körperfeindlichkeit für eine vollständige Renaturalisierung so sorgen, als auch bei der Sexualitätsunterdrückung für eine vollständige Renaturalisierung der Sexualität sorgen. Und das macht die Gemeinwohlwirtschaft dann ganz automatisch und von selber. Und innerhalb der Kommunen, die wir betreuen, der superglücklichen Kommunen sozusagen, kann das als eine Lebensform experimentell gelebt werden. Ja, so viel für jetzt. Tschüssi, bis bald.